Hallo und willkommen zu einem Video zum Funktionsgrafenzeichnen. Von einer linearen Funktion sind zwei Dinge gegeben. Einerseits die Steigung mit minus 0,4 und der Funktionswert von f an der Stelle 2, der ist nämlich 1. Und wir sollen im dargestellten Koordinatensystem den Funktionsgrafen im Intervall minus 7 bis 7 einzeichnen. Nun gut, an der Stelle 2 haben wir den Funktionswert 1 durch diesen Punkt, läuft also der Funktionsgraph, und wir haben des Weiteren noch die Steigung gegeben. Jetzt erinnern wir uns an das Zeichnen einer Steigung prinzipiell mit dem Steigungsdreieck. Eine Steigung von minus 0,4 würde bedeuten, dass wir bei einem Schritt nach rechts minus 0,4 nach unten gehen. Jetzt ist dies bei dieser Skalierung etwas ungünstig einzuzeichnen. Wir können aber solche Steigungsdreiecke beliebig groß machen und das bietet sich hier an. Zum Beispiel können wir unser Steigungsdreieck vergrößern, indem wir 5 nach rechts gehen und dementsprechend 5 mal minus 0,4 oder minus 2 nach unten gehen. Wenn wir dieses Steigungsdreieck von hier weg zeichnen, gelangen wir also zu 7 und minus 2 nach unten, also zu minus 1. Diese zwei Punkte reichen uns schon zum Zeichnen unseres Graphen der linearen Funktion f.